Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen Beauty-Haul für dich und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich möchte starten mit, und es gibt was zu gewinnen, zu verlosen gibt es was. Genau, ich verlose etwas. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Im Laufe des Videos, relativ zu Anfang tatsächlich, werde ich dir sagen, was es zu gewinnen gibt. Genau, ich habe bei Beauty Bay eingekauft, weil es was für Oma gab. Es gab neue Produkte von Too Faced und ich habe ein paar Produkte gekauft von Revolution, wo ich mir gedacht habe, die kommen mir bekannt vor. Ich glaube, andere Marken haben sowas Ähnliches schon mal rausgebracht. Das macht Revolution ja ganz gerne, beziehungsweise in dem Sinne ist es Revolution Pro Goddess Glow Cream Highlighter in der Farbe Ablaze, so heißt das. Und ja, ne, also ich weiß nicht, ob, also ich möchte ehrlich sein, ich weiß nicht, ob Revolution überhaupt eine eigene Produktentwicklungsschiene hat, weil viele Dinge werden halt wirklich inspiriert sein oder sind inspiriert von anderen Produkten, die es auf dem Markt schon gibt. Ich weiß nicht, ob ihr den gleichen Gedanken habt wie ich, also Charlotte Tilbury, kommt mir sehr bekannt vor, ne? Ich meine, das sieht jetzt hier deutlich glitzeriger aus als der von der Magic Wand, heißt das, glaube ich, von Charlotte Tilbury. Aber ja, ne? Sind ja auch nicht eins zu eins die gleichen Farben, aber allein, wenn ich mir das Köpfchen schon angucke. Bei aller Liebe, Leute, ne? Es kommt einem einfach so bekannt vor. Ja, und ich wollte sowieso demnächst mal ein Fullface schminken, wo ich halt auch die Produkte verwende, die ich einfach meiner Meinung nach irgendwie schon mal gesehen habe. Ne? Ich meine, gut, die sind jetzt cruelty-free und vegan, das spricht halt auch nochmal irgendwie so ein bisschen mehr Sympathie aus, ne? Aber das fand ich schon sehr interessant. Dann habe ich gesehen, dass Too Faced die ein oder andere Neuheit hat, obwohl, nee, ich zeige euch erstmal noch was von Revolution, und zwar das Superfix Stronghold Misting Spray Ultra Matte Finish mit Aloe Vera und Vitamin E, das ist dieses hier, und das erinnert mich halt einfach an Morphe, wenn ich ehrlich sein darf, weil das ist halt auch so ein Continuous Setting Mist, machen mittlerweile ja auch andere Firmen, aber ich glaube Morphe sind die, die damit angefangen haben. Ne? Und ja, Ultra Matt glaube ich eh nicht. Also ich glaube einfach nicht, dass Fixing Sprays dafür sorgen können, dass ein Gesicht mattiert wird. Aber das werden wir mal zusammen ausprobieren. Und ja, ne? Ihr wisst Bescheid. So, wie gesagt, Too Faced hatte neue Produkte und die habe ich mir bestellt. Das ist einmal der Superfine Brow Detailer. Und es gab es auch Prozente? Ich weiß es nicht. Ultra Slim Brow Pencil Longwear Smudge Proof Waterproof Rampampam in der Farbe Taupe. Sieht sehr hübsch von der Verpackung her aus. Und ich plane aktuell eh nochmal demnächst ein Fullface, Two-Face zu machen, weil ich doch das ein oder andere Produkt jetzt hier habe, was ich gerne verwenden möchte und zeigen möchte. Der sieht wirklich sehr, sehr dünn aus. Also allein die Verpackung ist schon sehr schmal. Und hat dann auf der einen Seite den Stift, den man so herausdrehen kann. Aber den finde ich ehrlich gesagt gar nicht so super fein. Das ist halt so eine Tropfenform, ne? Also meiner Meinung nach ist jetzt nicht extrem fein. Da gibt es feinere Pencils. Kann ich aber mal swatchen. Sieht sehr gut aus. Sehr, sehr gut. Taupe ist eh so mein Ding, ne? So ein bisschen kurz vor Babykotze. Ist meine Augenbrauenfarbe, läuft. Und dann haben wir hier noch ein Spoolie mit dran. Das finde ich immer ganz nett. Oh, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Wir haben hier sogar an diesem Spoolie-Vieh ein Herz mit dran. Das ist ja allerliebst, ne? Also Verpackungsdesign kann Too Faced. Da können wir uns, also wirklich, ne? Das können die wirklich. So, und dann gab es auch noch von Too Faced ein weiteres Augenbrauenprodukt. Und zwar der Brush on Hair Fluffy Brow Gel Ding. Auch den habe ich in der Farbe Taupe mir geholt. Ist schon süß, ne? Was steht da? Brow Wow oder so? Brow Wick. Genau, eine Brow Wick. Also quasi eine Perücke für Augenbrauen. Das sieht auch, also hier hast du auch wieder das Herzchen oben mit drin, ne? Wo Too Faced draufsteht, das Logo. Und dann hier halt das Produkt. Es wird dann gefärbtes Augenbrauengel sein, was vielleicht noch ein paar Faserviecher mit dabei hat. Das hat natürlich ein bisschen so Benefit-Vibes, ne? Wow, da sind aber krasse Härchen mit bei. Uiuiui. Ich meine, ja, wünscht man sich, dass es so aussieht, ne? Aber krass. Gerade wenn man so fisselige Augenbrauen mit Lücken hat, so wie ich das habe. Das ist, glaube ich, echt traumhaft. Und das ist eine geile Farbe. Das finde ich cool, ne? So leicht kühl, aber nicht zu kühl und nicht zu dunkel.
Das mag ich. Und weil ich was von Too Faced, also zwei Augenbrauenprodukte von Too Faced bestellt habe, gab es eben diese beiden Produkte gratis mit dazu. Hat man super häufig bei Beauty Bay. Also da kann ich euch das echt nur empfehlen. Die Links, die zu Beauty Bay und, nee, nur zu Beauty Bay. Also Beauty Bay Links, ne, sind unten auch in der Infobox als Affiliate-Link. Das heißt, da verdiene ich eine kleine Provision dran, dass ich euch auf den Online-Shop geführt habe und ihr was dort kauft, so, ne. Ich muss mal gucken, ob die anderen Produkte, Sachen auch Affiliate-Links sind, aber das meiste eher weniger. Hier haben wir, ist bald Adventskalendersaison, das heißt, es kommt dann in einen Adventskalender rein, weil die habe ich selber schon da. Too Faced Better Than Sex Mascara, hier sind 3,9 Gramm drin enthalten und ich packe selber Adventskalender für Freunde und Familie. Ich werde aber auch welche auf eBay reinstellen und so, CP1711, ne, wisst ihr Bescheid. Und da kommen halt solche Produkte auch mit rein. Und sie kommen auch in Verlosung mit rein. Die ist echt schön, die Mascara. Die hat so ein Kunstfaserbürstchen, was erdnussförmig ist. Und die macht schöne Wimpern, mag ich gerne leiden. Natürlich gibt es vergleichbare in der Drogerie. Aber das ist meiner Meinung nach so die Urversion davon. Ne? Finde ich aber sehr cool. Und dann, ich sollte aufhören, das einfach in den Karton zurückzuschmeißen. Ich muss nämlich für das Thumbnail die Produkte wieder reinpacken gleich. Egal. Dann gab es hier einen Spiegel von Too Faced auch mit dabei. Den fand ich ganz süß. Das ist einfach ein Double-Sided Compact Mirror. Also ein kleiner Spiegel, der auf beiden Seiten halt einen Spiegel hat. Super krass eingepackt. Hier nochmal Luftpolsterfolie. Hier nochmal so eine andere Folie. Riecht das jetzt... nee. Mein Nagellack löst sich auch schon auf. Ciao. Ist halt hier einfach so ein Spiegel, ne? Und für einen Handspiegel ist der schön schmal, aber schön groß. Also da wird man sich auch gut drin sehen können. Und da ich halt durch die Spiegel von Maxime Giacomo hier echt schöne Spiegel habe und auch den Crash Cosmetics Spiegel habe ich ja hier, werde ich den nicht hier behalten, auch wenn der echt schön aussieht. Der kommt dann auch in einen Adventskalender oder so rein. Ich glaube, das ist ein schönes Produkt, da freut man sich drüber, wenn man so einen Adventskalender auspackt, ne? Genau. So, jetzt kommen wir mal zu dem Produkt, was ich mir bestellt habe und witzigerweise gleichzeitig mir dann auch noch zugeschickt worden ist, weil ich ja auch eine Kooperation mit Beauty Bay habe. Vielen, vielen Dank. Übrigens, Beauty Bay habe ich bislang, toi, 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 keine Probleme mit dem Zoll gehabt. Das ist ja ein Shop aus England und da gab es keine Zollprobleme. Also da musste ich keinen Zoll bezahlen oder so, weil die das alles ordentlich anmelden. Da können wir einfach... Da sind wir safe, ne? So, es geht um die neue Lidschattenpalette. Das ist die Wilderness 20 Color Palette. Und die Beauty Bay Lidschattenpaletten, Leute, sind der Hammer. Und weil ich sie halt nochmal zugeschickt bekommen habe, hier, verlose ich eine Ausführung davon. Ne? Wie gesagt, alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Und jetzt gucken wir einfach mal in die Palette rein. Und ich habe die Utopia Palette, ich habe die Nikki Tutorials Palette, die New Romantic Palette, ne, die habe ich beim Beauty Bay und da habe ich mega geile Looks mit zaubern können. Ist auch noch schön gut eingepackt. Mega geil. Also ganz, ganz toll. Und hier haben wir auch noch so Sparkles mit drauf, so Glitzer, Flitzer, ne? Ist schon schön. Und da schminke ich euch auch demnächst noch einen Look mit. Und die enthält halt so geile Töne. Matte Töne, schimmernde Töne. Und die Schimmertöne von beim Beauty Bay sind einfach Hammer. Also die kosten ja eh nicht viel, die Paletten, ne? Weil das ja auch eine Eigenmarke von dem Webshop ist. Und dann hast du aber auch noch so eine Qualität mit dabei. Manchmal hast du auch einfach Glück und dann ist es im Sale oder so. Ich swatch einfach jetzt mal so ein paar Produkte. Das ist einmal so ein hellblau, nennt sich Ocean. Moss, das ist ein schönes, schimmerndes Grün. Breeze, das ist so ein türkisgrün Schimmer. Und jetzt möchte ich noch, oh Gott, ist das schön. Ein Ton, da nehme ich mir einfach hier Eukalyptus. Das ist so ein matter grüner Ton. Der ist aber, wow, sehr, 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 sehr buttrig als, wow, als hier, ne? Als matter Ton, das ist schon krass, Leute. Okay, dann mache ich dich hier mal rein. Richtig toll. Richtig toll. Und ihr seht ja anhand dessen, dass ich mir sie selber hier schon bestellt habe, hatte ich auf jeden Fall Bock auf diese Palette. Also, das ist schon eine Qualität, ne? Das ist einfach Hammer. Probiert die einfach mal aus, nehmt an der Verlosung teil, ne? Vielleicht gewinnt ihr die ja auch. Aber an und für sich kann ich euch die Paletten von bei Beauty Bay echt ans Herz legen, Leute. Die sind krass geil. Man muss es halt mögen, dass man dieses Kabam hat, ne? Das sind halt meistens Paletten, die ein bisschen farbintensiver sind und auch etwas intensiver pigmentiert sind. Aber es macht einfach Spaß, damit zu spielen. Ja, bin ich ehrlich. So, jetzt habe ich das noch an...
Muss ich auch Verleggings abmachen, weil ansonsten mache ich hier gleich alles grün. Wir gehen jetzt weiter zu Blissim. Da bestelle ich ja ab und an mal ein bisschen was. Ich habe ja die Blissim Box im Abo, die ja monatlich erscheint, außer im, also quasi im Prinzip 11-mal im Jahr, weil im Sommer wird das ja immer Juli und August zusammengefasst. Deswegen freue ich mich jetzt schon auf meine September-Box, die ihr wahrscheinlich gesehen habt, bevor dieses Video online kommt. Ich kann aber auch dort immer im Online-Shop schön einkaufen, weil die halt tolle Marken da haben. Und als Abonnent bekommt man das immer vergünstigt. Und hier habe ich von Clarin mir ein Fixing-Spray bestellt. Und ich plane ja ein Full-Face-Clarin und schaue einfach immer, wo ich was Schönes finde. Und das, ihr seht es anhand der Verpackung, das ist wie so eine Parfümgröße, ne? Es sieht auch ernsthaft so aus wie ein Parfum. Ist das nicht beautiful? Also wirklich schön, ne? Es ist ein Glasflakon und mega geil. Ich weiß gar nicht, ich glaube 15% oder so. Es ist immer günstiger, wenn man dort halt Abonnent ist. Und auch da habe ich irgendwie einen Freunde-Werben-Freunde-Code. Den kann ich euch auch mal in die Infobox reinpacken. Aber ja, jetzt habe ich hier ein bisschen, ich habe hier ein bisschen rumgesaut. So kann man sagen. Aber das finde ich schon mal geil. Da gab es auch eine kleine Probe mit dabei. My Clarin Recharge. Das ist eine Nachtmaske mit 5 Millilitern. Die wird demnächst mal in einen Adventskalender reinkommen, weil ich habe so eigentlich genug Masken da. Und bin aber sehr glücklich darüber, achso, das wollte ich gar nicht mehr in der Verpackung lassen, ne? Dass ich mir jetzt auch dieses Fixing Spray geholt habe, denn das ist eigentlich gar nicht mal so günstig gewesen, ne? Aber es ist schön. So, schön in der Glasflasche. Dann kommen wir jetzt zu Lethal Cosmetics. Die haben nämlich eine neue Palette rausgebracht. Die habe ich halt vorbestellt und die kam jetzt endlich an. Außerdem habe ich mir noch einen Lippenstift mitbestellt, der mir hier leider gekippt war. Der ist nicht mehr schön gewesen. Die neue Palette, die sie rausgebracht haben, ist die Lethal Cosmetics X Teresa is Dead. Lethal is Dead. Und die ist wirklich eher so ins überhaupt nicht knallige, sondern düstere. Und wenn man jetzt so einen Look vielleicht für Halloween machen möchte oder so, ist die perfekt. Oder so einen düsteren für die düstere Jahreszeit oder so. Wenn es halt einfach mal nicht so knallig sein soll, wie ich das sonst gerne mag. Und ja, das sehen wir auch anhand der Palette. Man kann da wunderschöne Looks mitschminken, denn auch die Qualität der Lidl-Lidschatten ist Hammer. Ich persönlich präferiere die Lidschatten-Paletten von denen, die auch schon fertig zusammengestellt sind. Man kann sich da aber auch natürlich individuell seine Paletten zusammenstellen, ne? Da kannst du so eine Leerpalette dir bestellen und dann die einzelnen Töne. Wie gesagt, ich mag das lieber, weil wenn ich hier auf YouTube dann die Produkte auch zeige, mit euch zusammen verwende, ist es immer schöner, wenn ich dann halt auch wirklich die ganze Palette zeigen kann. Dann ist die Wahrscheinlichkeit für mich persönlich halt auch größer, dass jemand von euch die Palette auch zu Hause hat. Ne? Nur mal so. Okay, also Töne, die ich sehr, sehr schön finde, ist natürlich dieses Straight to VHS. Das ist ein richtig schöner, wow, da muss man so aufpassen, weil die so buttrig bzw. auch so vorsichtig gepresst sind. Das ist Hammer. So ein schöner Limettengrünton ist das. Ne? Ich möchte eigentlich alle Schimmertöne swatchen. Das sind ja nur 3 Stück in dieser Palette. Und dann suche ich mir noch einen weiteren raus, der halt matt ist. Und da nehme ich mir doch einfach mal den Creature Feature Ton. Dieses schöne Türkis. Ich hatte heute noch einen Lippi drauf, zwischenzeitlich, weil ich heute ein paar mehr Videos drehe, der genau diese Farbe hatte von Anastasia Beverly Hills. Läuft. Okay, Hammer, ne? Also diese Strahlkraft von den schimmernden Tönen sind Hammer. Und dieser matte Ton, das... Man merkt es halt, wenn man Paletten hat, wenn Firmen das können, ne? Und die haben es halt echt drauf. Das ist, ja. Ja. Ist das nicht schön? Ich find's mega. Oh, diese Strahlkraft und guckt euch auch dieses Türkis an. Matte Töne sind gar nicht so leicht, ne? Und der ist Hammer. Es ist schon krass, was die so machen. Don't look behind you. Schau nicht hinter dich. Das ist natürlich witzig, ne? Steht auf dem Spiegel so drauf. So, jetzt habe ich dreckige Hände, die ich mal kurz sauber machen muss. So, und den Lippenstift, den ich mir jetzt wieder bestellt habe, ist der Scent Nudes, der ja in Kooperation mit Jolina Menn herausgebracht worden ist. Wie gesagt, den hatte ich schon mal. Der ist bei mir nur leider sehr pelzig geworden. Ich weiß nicht, woran es lag. Wahrscheinlich ist einfach die Sonne zu blöd auf das Regal geschienen. Und deswegen hatte ich dann leider ein kleines Problem. Und ja, deswegen, ne? Hier ist er. Ich mag einfach dieses Verpackungsdesign. Und dieser hier ist, yay, nicht pelzig, sehr gut. Ist ein richtig schöner Nude-Ton, der tatsächlich ein sehr helles Nude ist. Und der auch so einen orangenen Unterton mit dabei hat. Da muss man ein ganz kleines bisschen aufpassen. Aber ich finde den sehr, sehr schön. Also das ist ein klasse, klasse Ton. Hammer, ne? Ja, ich mag's.
Jetzt kommen wir mal zu M.A.Sam, denn da habe ich ja Make-up rausgebracht. Ich habe ja schon vor einer Weile ein Fullface M.A.Sam Produkte geschminkt und kurze Zeit später hat sich M.A.Sam gedacht, ach komm, wir bringen jetzt mal komplett Make-up raus und auch etwas, was Claudia tragen kann. Ja, danke schön. Das heißt, demnächst werde ich dann nochmal ein Fullface M.A.Sam schminken. Da habe ich einmal ein Puder bestellt, da schwärmt Maxim auch schon so von. Das ist das Final Touch Setting Powder. Das soll richtig, richtig gut sein. Und ja, da bin ich einfach gespannt drauf, wie die Produkte dann auch wirklich performen und wie das so alles funktioniert in meinem Gesicht. Da hast du auch so ein kleines Puffelvieh mit dabei. Ist nice to help, aber brauche ich jetzt so an und für sich nicht. Und ja, ist hier in so einem, ne? Das sieht von oben, sieht irgendwie alles von M.A.Sam gleich aus, ne? Das ist immer diese gleiche Verpackungsgeschichte. Bin ich sehr gespannt drauf. Da ist jetzt gar nicht mal so ultra viel drin, würde ich sagen, oder? Weil normalerweise hat man da ja... Ja gut, 15 Gramm, doch, da ist mehr drin, als ich gerade dachte, ne? Ich habe noch meins von Lancôme hier stehen und das ist halt wirklich so ein Brechmann, da kann es einen mit erschlagen. Deswegen erscheinen andere jetzt immer so klein für mich, aber es ist cool und das wird ausgetestet, genauso wie auch hier dieser Ultimate Lip Gloss, Gloss Ultimate, keine Ahnung, Strawberry Punch ist hier die Farbe, die ich mir ausgesucht habe. Finde ich schön, das ist so ein etwas dunklerer Ton, aber auch etwas pinkiger, ist schon geil, ne? Solche Produkte schreien natürlich. Das mag ich. Ja, steht das hier drauf? Ja, dann muss ich nämlich. Ich mag das nämlich so ungern, wenn man diese ganzen 5 Milliarden Umverpackungen immer behält. Mag ich nicht so gerne. Dann die soll so geil sein: die Mascara. 5 in 1 Hybrid Mascara. Ja, 8 Milliliter ist auch ein Oschi für eine Mascara. Und die ist in Tiefschwarz, in Deep Black. Zack. Ja, Hybrid. Warum auch immer. Keine Ahnung. Das müssen wir noch herausfinden, wohin sie sich hybridisieren wird, ne? Oder ist das so wie von der Essensgeschichte, dass du auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so? Nee, oh, das ist eine Gummibürstenmascara und die hat halt so ein Dornvieh oben am Bömpel da dran. Sehr, sehr interessant. Das muss ich mal gucken, aber eigentlich komme ich mit sowas ganz gut klar. Natürlich habe ich mir auch diese mega krasse Foundation geholt, die aktuell hauen doch alle irgendwelche Serum-Foundations raus, ne? Scheint voll im Trend zu sein. Irgendwann war das eine Zeit lang Tinted Moisturizer, dann Serum Foundation, Mousse Make-up war auch mal so ein Hype. Und jetzt ist die Supercharged Serum Foundation, habe ich bestellt in der Farbe 120 Soft Ivory. Jo, ne? Also das Magic Finish an sich finde ich ja per se ganz schön, aber ich habe halt echt trockene Haut, ne? Das sieht schnell crusty bei mir aus. Und das ist so ein schweres Ding hier mit Milchglas und hast du nicht gesehen. Richtig cool. So eine runde Verpackung, ne? Könnte vielleicht sogar ein bisschen hell sein, aber habe ich richtig Bock drauf. Was natürlich auch nicht fehlen durfte, ist dieser Bronzer. Aber da habe ich schon gehört, dass die helle Farbe halt wirklich super hell sein soll. Und dann für mich quasi schon fast zu hell, deswegen habe ich mir die bestellt, also dunkel. Und das ist ja so ein Doppelvieh, dass du in der Mitte halt diesen Stern hast und außen drum zu dann was anderes. Gucken wir uns mal an. Ja, ich glaube wirklich, ne? Weil in dieser Mitte dieser Stern oder was auch immer, ja Stern, ist halt schimmernd und wenn man halt nicht schimmernd möchte, macht man halt nur außen. Ich werde eh komplett drin rumswirlen. Ja, ich weiß nur nicht, wie sich das dann aufbraucht. Ich hoffe, das wird nicht allzu furchtbar werden, dass quasi dann irgendwann man dieses Fännchen auf Fännchen hat. Wisst ihr, was ich meine? Das ist dann etwas unangenehm. Meine Hand glitzert. Ja, so sieht ja sehr, sehr schimmernd aus. Aber guck mal, wenn das deep ist, ne? Das ist schon krass. Ja, ja. Nun denn. So, und das Letzte, was ich bestellt habe, ist hier diese Palette. Elegant Vibes Palette. Selbstverständlich musste ich die bestellen, ne? Führte kein Weg dran vorbei. 8 Eyeshadows und ein Blush ist hier mit drin. Gut, ich habe einen Blush von M.A.Sam, den ich eigentlich auch echt schön finde. Aber hier war er halt mit drin. Die Lidschattenpaletten sind eigentlich gar nicht mal so mega meine Welt. Aber die fand ich schon sehr, sehr schön aufgemacht. Weil die halt auch nicht so klein und fisselig mehr ist wie die anderen. Und hier hast du halt auch 8 Töne drin, ne? Das ist eine absolute Alltagspalette und der Blush hat auch ein bisschen Schimmer mit dabei. Und hier würde ich auch sagen, dass wir uns mal ein paar Töne davon auch etwas intensiver angucken. Da gehe ich jetzt einfach mal 1, mit dem Blush natürlich, ne? 2, 3, 4 Töne. Die gucken wir uns mal an. Ey, deutlich besser pigmentiert als das, was vorher diese Quattros hatten. Wisst ihr noch, was das war? Diese runden Dinger, mochte ich ja gar nicht gerne. Ja, deutlich besser. Okay, der Blush ist eher ins Peachige. Oh, der matte Ton, der kann auch was.
das ist gar nicht mal so verkehrt. Kann ich mir gut auf meinem Gesicht vorstellen, ne? Beziehungsweise auf meinen Augen. Und dann noch der Blushton mit dabei. Schön frisch. Doch, mag ich, definitiv. Mensch, ganz schön viele Lidschattenpaletten in diesem Haul. Tatsächlich viele Lidschattenpaletten. Und hier habe ich noch eine Probe mit dabei. Die sammle ich aber für meine Instagram-Verlosung. Ne? Aqua Intense Hyaluron Körpercreme für alle Hauttypen ab 20 Jahren. Okay, Altersbeschränkung bei Bodylotion finde ich interessant. 10 Milliliter sind da drin enthalten. Ja, damit kannst du, ich weiß nicht, ob man damit seinen ganzen Körper mit eingecremt bekommt. Ich glaube ich nicht. Aber gut, ja, ist doch nett, ist mit dabei. Und dann hat mich der liebe René angeschrieben. René hat auch hier auf YouTube einen Kanal. Da ist er aber nicht mehr aktiv. Auf Instagram ist er aber etwas aktiver. Und er hat jetzt mittlerweile in der Zwischenzeit seine eigene Make-up-Brand gelauncht. Und ich durfte ja Teil von denjenigen sein, die die Produkte so ein bisschen ausprobieren durften. Und da habe ich auf Instagram auch einen Look zugeschminkt und euch da auch ein paar Fotos von online gestellt. Und Leute, echt coole Produkte. Die beiden Glosse, die er mir geschickt hat, sind hammermäßig. Du spürst sie kaum auf den Lippen. Das ist wie so ein Lippenöl. Die machen keine Fäden oder sonst irgendwas. Das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl. Da habe ich hier einmal die Farbe Bio 415 als Lipgloss. Ich verlinke euch auch den Online-Shop von ihm mal unten in der Infobox. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Genau, ne? Wenn ihr möchtet. Und das ist halt so ein moviger Ton, der auf den Lippen aber nicht so deckend drüber kommt, wie jetzt hier drin, ne? Also das ist halt genauso wie bei dem, den ich jetzt auch drauf habe, eher so ein Hint of Tint oder ein Sheerer. Der aber echt, der hat's schon drauf, ne? Also wenn ich den auf den Lippen verteile, dann ist es halt so ein bisschen, als hätte ich ein bisschen viele Erdbeeren gegessen oder ein bisschen viele Himbeeren. Finde ich wirklich schön. Eine ganz, ganz angenehme Konsistenz, kann ich immer nur noch wieder sagen. Ich sage es jetzt schon zum nächsten Mal. Ich mag die tatsächlich. Dann habe ich auch noch eine etwas alltagstauglichere Farbe. Und das hier ist die Farbe Nude. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. 417 ist die Farbbezeichnung. Und der ist halt wirklich, ja, wirklich Alltag. Absolut, ne? Gibt auch einen schönen Glow mit dabei. Aber nicht so mega intensiv. Das ist halt, es sieht auf den Lippen nicht so intensiv aus. Da müsst ihr euch nicht von abschrecken lassen. Finde ich mega schön. Das ist eine ganz tolle, tragbare Farbe, die etwas Schönes, Schimmerndes hat. Die haben beide so blaue Schimmerpigmente mit drin, die Zähne auch weißer wirken lassen. Und das finde ich schön. Und hier seht ihr auch, ne, das ist nicht so metallisch, wie das hier drin aussieht, was ich gut finde, weil metallische Liquid Lipsticks oder Lipglosse sind gar nichts für mich, weil das wirkt bei mir echt gruselig. Also schön, die Lippenprodukte. Und dann habe ich noch die Lidschattenpalette zugeschickt bekommen, die es aber echt in sich hat. Ne? Das ist die Sunset Glam Palette. Ja, da sind 9 Farben drin und von diesen 9 Farben habe ich 3 auch als Blush, Bronzer und Highlighter verwendet. Das sah echt gut aus. Hier haben wir dann die 9 Töne und ich habe dann einfach hier Bronzer, Highlighter, Blush. Mega, ne? Du kannst sogar hier auch, den habe ich sogar als Augenbrauenfarbe verwendet, Hidden Hills. Und also ich habe da wirklich ein Full Face mit schminken können. Das war echt cool, hat mir gut gefallen und ja, die kann ich jetzt auch mal swatchen. Was ich als Blush, Bronzer und Highlighter genommen hätte, habe. Und dann nehme ich auch noch hier den Hidden Hills. Dann gucken wir uns die mal an. Eine gute Qualität, also wirklich hat mir richtig gut gefallen. Ich habe die auch noch ein paar Mal häufiger danach verwendet. Wirklich toll. Das ist empfehlenswert, Leute. Und da kann man halt einfach mal ein kleines aufstrebendes Unternehmen, wenn man möchte, unterstützen. Und ich mache das halt gerne, indem ich da kostenlos Werbung für ihn mache. Ne? Er hat mir halt nur die Produkte zum Testen geschickt und ich rede jetzt halt immer wieder darüber, weil ich das einfach cool finde. Ne? Ich meine, Hattie hatte das damals ja auch in ihrer Palette, dass du bei der Day-Palette, glaube ich, Blush, Bronzer und Highlighter-Töne hättest mitverwenden können. Und er hat dabei dann hier halt sehr natürliche Töne mit aufgefasst. Aber das ist für mich auch eine richtig geile Alltagspalette. So, wie gesagt, alles in der Infobox verlinkt. Schaut gerne einfach mal vorbei. Und ja, das war's dann auch mit diesem Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!